Um mal wieder in die YouTube-Sache so ein bisschen reinzukommen, habe ich mir gedacht, ich nehme euch mal wieder eine Woche lang mit, um euch zu zeigen, was ich so esse. Ich würde sagen, wir legen los nach dem Intro. Ich bin Coco vom Kanal Minimalistisch Intuitiv Vegan. Ich lebe jetzt schon seit über 9 Jahren vegan. Lange Zeit. Jetzt nehme ich im Moment ab. Es ist keine richtige Diät, was ich mache. Ich zähle Kalorien. Und deswegen sind meine Sachen, die ich so esse, bunt gemischt. Wenig diätisch. Ich würde einfach sagen, wir legen los mit Montag. Ich überzeuge euch mit den Aufnahmen. Bei mir gibt es heute ein Gemüsecurry mit allem, was noch so da war. Brokkoli, Kohlrabi, Karotte, bisschen Ingwer ist sogar drin. Das Ganze natürlich wie immer mit Reis. Boah, ich freue mich, ich habe mega, mega Hunger. Ich bin wieder ganz auf Kaffee und mache gerade einen Monat, wo ich also Verpackungen einspare. Und das ist die Relike Haferdrink aus dieser Pfandflasche. Und damit habe ich mir eine schöne Milchkaffee gemacht. Jo. Zum Abendessen gibt es bei mir Brot. Altes und frisches Brot. Ein bisschen was vom Aldi-Aufstrich, Senf Agave. Dann Toskana-Creme noch, weil das von Aldi war zu wenig. Ein bisschen Paprika und was ich in letzter Zeit relativ häufig esse, sind Karotten, einfach mal so ein bisschen geknabbert. So, ich trinke auch wieder Gerstengraspulver, aber nicht mit Saft, sondern mit Wasser. Fällt mir schwer. Ich ex das auch weg, weil es schmecken tut es nicht so gut. Aber wer schön sein will und gesund sein will, muss manchmal ein bisschen leiden. Ich habe heute mein Mittagessen vergessen. Ich habe saure Bohnen und Nudeln gegessen. Jetzt gibt es einen kleinen feinen Proteinshake. Ich habe das Nutri Plus Vegan. Das kann ich gerade auch noch zeigen. In Peanut Butter Keks irgendwas. Das habe ich mit Haferdrink angerührt. So, und jetzt gibt es noch einen schönen Milchkaffee. Das ist auch mit der Milch von WeLike, aber mit der Barista-Variante. Die ist ein bisschen fettiger. Ich habe mir heute einen Aufstrich aus Sonnenblumenkernen selber gemacht. Ich denke, das wird es auch als Video mal geben. Und den habe ich jetzt auf dem Brot mit ein bisschen Gurke. Und darauf freue ich mich jetzt. Das wird das Food Diary der vergessenen Mahlzeiten. Während dem Essen fällt mir gerade ein, oh shit, ich muss doch mal aufnehmen. Also das waren Spaghetti mit Tomatensauce und Kapern. Schön sieht es jetzt nicht mehr aus, war aber lecker. Wenn ich jetzt sage, dass ich meinen Joghurt vergessen habe zu filmen, mit Cornflakes, ich habe so einen Haferjoghurt gehabt, aber der wäre eh nicht gut. Also, es gibt jetzt Brot wieder mit meinem Aufstrich, den ich selber gemacht habe. Rezept folgt wahrscheinlich. Dann haben wir hier Romana-Salat. Dann ein Stück Genießerblock noch übrig. Habe jetzt schon länger auch nicht mehr geholt, weil ich da ein bisschen Müll sparen möchte. Dann haben wir hier noch ein paar Venentee offenen. Sieht echt komisch aus, ne? Diese Blätter, auch wenn er den rausholt, das sind so ganze Blätter. Ja, mein Abendessen. So, heute habe ich mal krampfhaft ans Mittagessen gedacht, dass ich es filmen sollte. Das ist jetzt Gemüsesuppe. Ich packe da meistens immer noch ein bisschen Hefeflocken drauf, ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Blattpaprika. Und da esse ich schon so 4 Teller. Das kann schon sein, ja. Ich habe jetzt auch mega Hunger gerade. Ich habe mir heute Mittag ein Protein gemacht. Und dazu Kokosjoghurt und Haferdrink und Granatapfelkerne, habe ich immer noch welche über. Und dazu viele, viele Cornflakes. Und ich trinke einen Pfirsich-Melba-Tee von Teek Schwendtner. So, jetzt gibt es noch einen Rest Suppe. Heute bin ich tatsächlich von meiner Kalorienbilanz drüber. Aber naja, ist egal. Also nicht so viel, aber ich bin drüber. Also Restsuppe, dann gibt es noch eine Brezel und ein bisschen von meinem selbstgemachten
Aufstrich für die Brezel. Yay, Bratkartoffeln! Und ich habe es wieder nicht vergessen. Bin stolz auf mich. Hier ist jetzt meistens noch ein bisschen Capon dazu. Das ist ein Tick von mir. Mir läuft gerade so mega das Wasser im Mund zusammen. Oh, ich schlage jetzt mal rein, ey. Bei mir gibt es jetzt zum Nachtisch noch eine Clementine. Habe jetzt eine Zeit lang nicht gegessen. Jetzt macht es mich wieder unwahrscheinlich an, weil sowas denn für den Magen nicht ganz so toll ist. Aber geht nicht anders. Ich muss mal wieder ein bisschen Zitrusfrüchte essen. Mir schmeckt das. Jetzt gibt es bei mir wieder Proteine, und zwar Proteinpulver mit Kokosjoghurt, bisschen Haferdrink, um die ganze Sache zu verflüssigen. Diesmal ist eine Banane drin und mein Rest Granatapfelkerne, die habe ich jetzt aufgebraucht. Also eins ist klar, mein Aufstrich hat echt viel Kalorien. Aber er ist mega gut. Ich glaube, ich habe noch nie so einen guten Aufstrich hingekriegt. Dazu gibt es jetzt ein Knauzenbrötchen, bisschen Gurke. Ich gönne mir hier eine Rhabarber-Limo. Die habe ich mir im Unverpacktladen gekauft. Jo. Ich esse noch ein paar Cashewkerne. Ich habe noch ein paar Kalorien übrig. Und die kann man dann ganz gut mit Nüssen auffüllen, wenn man Nüsse da hat. Bei mir gibt es heute Frühstück. Meine Seele ist noch nicht da. Aber die dürfte gleich eintreffen. Also stellt euch eine Seele vor. Ein bisschen Wasserkefir, mein Aufstrich, den ich selber gemacht habe. Da hier ist Zitronenverbenentee drin, also Eisenkraut. Und hier haben wir schön Gerstengraspulver. So, ich esse jetzt eine Brezel mit meinem selbstgemachten Aufstrich. Hey, ich muss den nochmal machen. Ich habe Gott sei Dank noch ein Glas da. Ich habe noch so ein bisschen Weihnachtszeug. Und da wird jetzt ein Stück Stollen gegessen, bisschen Kaffee getrunken und der Rest Magenbrot platt gemacht. Jawohl. Mein letztes Essen heute, eine Dinkelstange. Das ist Kokosjoghurt mit Blattpaprika, Zitrone und Salz. Falafel und Gurke. Heute gibt es bei mir nochmal Frühstück, aber diesmal wieder Kalorien gezählt. Ich habe gestern eine Pause gemacht. Gerstengraspulver mit Wasser. Dann haben wir hier ein Wasserkefir, einmal grünen Tee, ein paar Tomaten, eine Seele und meinen selbstgemachten Aufstrich. So, das allerletzte Stück Christstollen, endlich ist er weg. Also jetzt schmeckt es echt nicht mehr. Ja, also es schmeckt schon noch, aber es passt irgendwie nicht mehr. Irgendwie hat man jetzt abgeschlossen mit dem ganzen Zeug. Dazu gibt es einen Kaffee. Heute habe ich mich richtig viel bewegt, jetzt auch 80 Minuten spazieren gewesen. Und das heißt, ich kann heute so richtig nochmal zuschlagen. Ich hatte noch eine Süßkartoffel da und Dinkel habe ich auch jede Menge da. Also habe ich mir da draus was gezaubert. Bisschen Pilze, bisschen Rosenkohl dazu. Dann ein kräftiger Klecks Cashewmus. Dazu werde ich jetzt noch eine Mustersoße essen. Man sollte nicht glauben, das Essen hat ganz schön viel Kalorien. Das unterschätzt man volle Kanne. Mein eigener Brotaufstrich war wirklich der Hammer. Das nehme ich für euch heute extra auf. Und ich mag in letzter Zeit ganz gerne meinen Proteinshake. Also mein Protein. Ich mache keinen Shake draus, sondern ich mache einen Joghurt draus. Mit Kokosjoghurt, bisschen Obst, Nüsse. Fertig, das liebe ich gerade echt, mag ich gerne. Also das muss man wirklich so ein bisschen unterstützen, weil ich tue mich echt schwer, mit mehr Proteine ins Essen einzubauen. Und da sind Shakes gar nicht schlecht. Und wenn mir das gerade schmeckt, ist das eine echt gute Sache. Ich muss nämlich auch mein Proteinpulver aufbrauchen. In diesem Sinne melde ich mich wieder ab. Bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Falls du Bock hast, gib dieser Sache gerne einen Daumen nach oben. Und hinterlasst einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.